Hallo, hallo, hallo. Der mir auch jemand Let's Play Rayman Origins. Fauler Fisch, der riecht nicht gut. Deswegen will man den eigentlich meiden. So, warum heißt die Stage jetzt Fauler Fisch? Und, ach Gott, schon wieder die Musik. Ich mag übrigens, dass er so ein bisschen aussieht wie so ein kleiner Torpedo, der jetzt hier durchs Wasser schwimmt. Was ist das und wie kriegen wir das weg? Das ist jetzt... Ei. Das kriegen wir, glaube ich, gar nicht weg, möchte mir das Spiel damit sagen. Okay, dann ignorieren wir das jetzt auch für die Zukunft. Aber ich nehme mal an, dass man diese Töpfe da zerschlagen kann und dann zieht es die Dinger wieder ein. Aber das ist hier halt absolut irrelevant, deswegen ignorieren wir das. Aber hier könnte es jetzt... Eieieiei. Also wenn das mit der Zeit zu eng wird, dann stelle ich mir das gar nicht mehr so lustig vor. Was bist du denn? Du bist auch nur Deko. Also das Problem ist jetzt für mich, das ist eine Welt, die es mir ziemlich schwierig macht zu unterscheiden zwischen, ja, was ist jetzt Deko-Objekt und was ist in irgendeiner Art und Weise relevant. Bin mir da noch nicht so ganz sicher. Bin da noch nicht so ganz durchgestiegen. So. Ja, ich hatte recht. Okay. Gebracht hat mir das in diesem Fall zwar überhaupt nichts, außer dem Wissen, dass es funktioniert. Aber das ist ja schon mal etwas. Das ist auf jeden Fall schon mal etwas. Da komme ich hier lang? Will ich hier überhaupt noch mal lang? Gibt es hier oben noch was? Nein. Ich kann hier aber den kaputt machen einmal. Gott. Für ganze drei Lums. War es die Sache wert? Nee. Weniger, um ehrlich zu sein. Oh, nochmal vier. Cool. Leben am Limit quasi hier. Oh Gott. Ich habe so eine Angst, wenn die Dinger sich einziehen, weil ich denke, sie könnten einen noch treffen. Muss ich gerade ganz ehrlich sagen. Das ist ziemlich, ziemlich gruselig. So. Aha. Und das sieht mir ziemlich nach einem Geheimnis aus. Oh, eine Münze. Ja, das hat sich dann doch von allen Vieren am ehesten noch gelohnt. Da ist noch eine Münze. Eieiei. Eieiei. Okay. Ich bin froh, jetzt hier ohne Tod durchgekommen zu sein. Das heißt nämlich, ich muss das nicht nochmal wiederholen und ich habe jetzt meine 109 Lums fest. Die nimmt mir keiner mehr. So, so, so. So. Sehr schön. Ah. Gott. Also es ist eine wirklich interessante Schwimmsteuerung. Es läuft halt echt einfach so, man drückt den Stick in die Richtung, in die man will und dann schwimmt der Kerl in die Richtung. Es ist ungewohnt. Es ist wirklich einfach, ja, das ist das treffendste Wort. Ungewohnt, weil es eine eigentlich eine total simple Art der Steuerung für Unterwasser ist, aber irgendwie ist scheinbar niemand wirklich drauf gekommen. Oder hat sich getraut, das Ganze so umzusetzen, weil es vielleicht zu simpel ist. Oder... Weiß ich nicht. Dabei muss ich gerade echt sagen, das ist verdammt angenehm. Wow. Okay. Ja. Plonk. Bin gerade ein wenig überfordert, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Weil mich diese Stage gerade ziemlich umhaut. Es ist wieder unbeschreiblich genial. Also ich liebe die Optik dieses Spiels. Ich glaube, das habe ich jetzt mehrfach erwähnt und man hat es inzwischen verstanden. Aber das Level hier, hallo, das schlägt gerade alles nochmal um so ein bisschen. So, wir machen das erstmal kaputt. Holen uns noch die Lums. Also das ist echt ziemlich cool. Autsch. Ja, wie komme ich jetzt da unten hin? Die andere Frage ist, will ich da unten hin? Wo will ich hin? Da oben ist auf jeden Fall ein Secret. Man hört ihn schon schreien. Und damit hätte ich auch einen Checkpoint. Sehr gut. Checkpoints sind super. So, wie funktioniert das? Ich kann die Flaschen kaputt machen. Oh. Oh.
So, sorry, sorry, sorry. Bin so ein wenig überfordert damit, wie ich das hier denn am sinnvollsten angehe. Wenn ich dagegen stumpe oder wenn ich die erst... Ach, erst wenn ich die angreife, gehen die los, okay. Das ist jetzt so ein bisschen... Gut, den haben wir platt gemacht. So kann man das auf jeden Fall mal nennen. Die Frage ist jetzt, will ich das zum Beispiel angreifen? Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Man merkt es vielleicht. Man, ja. Das tötet den, das ist schon mal ganz gut. Mission erfolgreich. Den kriege ich einfach damit kaputt und den mache ich einfach ganz schnell selbst kaputt. So, so habe ich wenigstens einen mit eigener Hand erlegt. Erfolg dafür. Yay. Oh Gott, das ist eine Frau, das sehe ich jetzt erst. Ach so, ich dachte, das wäre einfach nur so ein Kerl. So ein Kerlcheninhalt, ein wenig sehr rosa gefärbten Klamotten. Na gut. Na. Hier geht's raus. Was bist du? Du bist da. Okay, ouch. Die Sache ist, wir haben das nach da oben noch nicht erkundet. Es geht schließlich auch noch hier hoch. Und ich wüsste gerne, ob und wenn, wie man da vorbeikommen soll, zum Beispiel. Das sieht ziemlich riskant aus. Oder unmöglich. Oder? Da auch. Also das stempel ich mal als nicht machbar ab. Und wir ignorieren jetzt einfach die drei Lumps, die es da noch gab und schwimmen jetzt weiter. Was bringt es denn hier jetzt groß noch Zeit zu verschwenden? Achso, das jetzt ist jetzt die Vorstellung des... Autsch, kann man den erledigen? Nein. Das ist jetzt die Vorstellung der nächsten Mechanik. Jetzt sind es hier halt so, ja, festgesetzte Punkte an denen... An denen ich halt Licht bekomme, anstatt... Doch, jetzt folgt es mir wieder. Das ist ganz nett. Ich danke dafür. Da hinten ist auch ziemlich hell. Dann nehme ich einfach mal an. Ich will erst hier runter. Oh. Oh. Und jetzt hier rein. Okay. Halt. Da wäre ich ja schön blöd. Wenn ich jetzt... nicht hier möglichst viel mit dem Königkollegen mitnehme. Ja, das ist schon okay. Ich bin ja eh, wie gesagt, nicht auf die Medaillen aus. Ich nehme sie zwar gerne mit, weil sie schön hübsch sind. Aber mein Hauptziel sind die Elektrons. Und ich glaube selbst, die werden ziemlich schwierig hier. Danke. Hey. Nee. Alter. Okay. Könntest du bitte einfach abhauen? Was haben wir hier? Mehr Lichter. Die mich jetzt nicht unbedingt reizen. Ah. Nee. Man weiß ja nie. Ach du Schande. Yo. Das ist schon ganz cool. So, aber jetzt, wo ich das mit den Münzen weiß, das macht echt vieles deutlich einfacher und plötzlich ergibt das Ganze auch Sinn für mich. So, ist hier oben noch was? Ja! Zeugs! Habe so das Gefühl, 300 sollten machbar sein. Ja, doch. Ja, doch, ich sehe nichts. Cool. Sehe irgendwie nichts. Da ist was. Ich bin ein wenig irritiert von diesem Gebiet, aber das ist okay. Ich verstehe das schon, wenn hier nichts ist. Help me? Wo? Da unten. Ganz wichtig. Erstes Ziel. Alles andere ist halt jetzt prioritätenmäßig erstmal hinten an... Ah, shit. Ah, shit. Was soll denn das? Wir machen erstes mit dem König. So, Alter.
Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier solche Probleme an der Stelle habe. Ja. Ba, ba, ba. Diese Hände. Ich verstehe es gerade echt nicht, wo mein Problem liegt. Das ist traurig. Ah, Fischi. Ganz ehrlich draufgeschissen. So. Ich soll damit ganz offensichtlich die hier oben noch einsammeln und dann den noch erledigen. So, 3. 3,33 und wir gehen jetzt hier unten in den Geheimgang. Ja. Ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, die 3,50 sollten irgendwie machbar sein. Ah, da sind die 3,50 schon. Aber schon gut zu wissen, dass dieses lange Quallending da genauso gut die Gegner töten kann. Das sind halt so Kleinigkeiten, die weiß man nicht. Das gefällt mir ganz gut. So, wir gehen weiter. Wieder in dieses scheußliche Gebiet. Wo war jetzt der Ausgang? Ich möchte einfach nur hier weg. Autsch. Wobei, was ist da oben noch? Ist es für mich irgendwo relevant rauszufinden, ob da oben noch was anderes außer dieser Hand ist? Heilige Scheiße. Sterbt. Das war irgendwie blöd. Das geht auch noch deutlich besser. Nimm dies und dies. Und scheiß drauf. So, lass mich da einfach nur noch rein. Puh, nicht cool. Gar nicht cool. Yay. Guckt sie euch an, sie ist so... Stage geschafft. Gott, sieht sie blöd aus. Wieso sieht sie so blöd aus? Das macht mich gerade echt, ich weiß es nicht. Warum guckt sie so? Warum gucken die alle so? Oh Gott. So. Dance. Oh yeah. Weiter. Zurück zur Lichtung. Oh Gott, es klingt wie ein Kerl. Das ist jetzt das, was mich stört. Es ist eine Frau, aber das klingt nicht ganz so. Ich vermute jetzt 80 oder 85 für den Zahn. 85, okay. Dann können wir ja direkt weitergehen zu der flinken Flosse. Renn. Do. Oh oh. Nichts. So, oh Gott. Ja, willkommen wieder in der Welt der guten YouTube-Videoqualität, wie ich es vermute. Was? Wow. Also ihr werft ja in dieser Wasserwelt mit frühen Geheimnissen um euch wie sonst was. Das ist unglaublich. Da will man halt echt überall zweimal nachgucken, weil hier ganz plötzlich hat sich die... Ja, ich habe das Gefühl, die Anzahl der Geheimnisse hat sich verachtfacht oder so. Oder ich finde... Oh. Oh nein, bitte nicht. Lass es. Also es fühlt sich zumindest so an, als wäre es halt deutlich mehr und... Oh! It's a trap. Haha. Aber sowas von. Danke. Kann man den platt machen? Den kann man sowas von platt machen. Wir warten mal kurz. Danke. Da. Aber ich muss sagen, es ist halt... Da hat man es jetzt ziemlich gut gesehen, wie wahnsinnig präzise diese Steuerung eigentlich ist unter Wasser. Das ist halt echt was, was einen ja bei Mario zum Beispiel des Öfteren gerne mal stört, dass man dann blöderweise irgendwo reinschwimmt. Aber hier halt gar nicht. Kann man da drüber? Ja, kann man. Okay. Da hat mein Geheimnisjäger... Verstand sich so ein bisschen gemeldet. Ach du Schande. Das sind wahrscheinlich die flinken Flossen. Oh. Oh hi. Da. Ah, geh da runter. Ah, geh da runter. Oh, bitte nicht. Oh, was soll das denn jetzt? Womit hat der mich denn jetzt erwischt?
Dupdidu. Dup. Die. Du. Abwärts. Schnell da rein, schnell da hoch. Den erledigen. Es klappt irgendwie. Und. Ab dafür. Danke. Sehr gut. Und weiter. Wir gehen, gehen hier runter. Und, ach, die Tür. Oh. Okay, ich dachte, man könnte da auch noch sich hintertricksen. Ungefähr halt so wie gerade. Na, der macht das zu schnell. Der ist fies. Dann lassen wir das. Und. Ja, wir ignorieren die einfach mal und gehen weiter. Autsch. Ein Glück ist hier gleich ein. Autsch. 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 Ich hab doch nicht mal die Taste gedrückt. Was soll denn das? Oh, spiel jetzt mal ernsthaft. Das ist nicht fair. Und vor allem ist es nicht cool. So, wir wechseln hier diesmal ganz vorsichtig die Seiten und ganz plötzlich. Ah, nehmt dies. In den Krieg. In den Krieg, Männer. So. TNT. Cool. Will ich da hoch oder da komme ich gar nicht runter? Ach, schau mal einer an. Gut. Dann bleibt mir ja nur der Weg hier runter. Und jetzt, will ich hier zum Beispiel nur einen aktivieren. Dann ganz schnell sein. Ich verstehe das schon. Das ist cool. So, und das macht mir jetzt den Weg darüber auf. Warum auch immer ich das haben will. Man weiß es nicht. Die passen halt immer so ganz knapp. Das ist voll cool. Ich habe zu viel Positives, glaube ich, was ich über dieses Spiel sage. Das irgendwann weiß ich nicht. Ich das Gefühl, ich schwärme nur noch. Ah, so riskieren wir es. Gut, hat sich schon aktiviert. Uncool. Oh, ganz uncool. Einfach durch. Das ist wieder so einer. Diesmal sah es auch nicht so aus, als hätte es dahinter was gegeben. Einfach durch. Oh, wow. Das ist überraschend offen jetzt auf einmal und hell. Das war, was? Was? Okay. Das ist passiert. Das ist passiert. Sage ich jetzt einfach mal. Ups. Das war ziemlich cool. Das kann man halt echt nicht anders. Fuck. Kann man halt echt nicht anders sagen. So, mit 260 gebe ich mich hier zufrieden. Denn es gibt ja hier zum Beispiel, hat man gesehen, eine Münze! Okay. Das war eine fiese Falle. Kinners. Alles nochmal. Oh, natürlich alles nochmal. Aha. So, wie viel habe ich mich beim letzten Mal zufrieden gegeben? 258, 260, passt. So, dann sind wir bei 285 hier hinter. Ich will ja halt echt nur die Electoons, also deswegen, es passt schon. Mein Electoon habe ich jetzt halt. Das ist alles super. So, ihr seid wieder ganz, ganz pissig, aber ich kriege euch halt ganz gut auch alle auf einmal erledigt. So, so. Ist hier was drunter? Nope.
Ah. Ja, ich hab's gerade irgendwie so ein bisschen zu spät gesehen. Was soll denn sowas hier? Oder sowas. Verschwinde. Oh, ich krieg meine Medaille. Sehr cool. Medaille. Du schöne Medaille. Hi. Hi. So, jetzt können wir eigentlich auch hier noch ganz alles erledigen. Einmal Roms. Das sah mir sehr nach einem Strike aus. Oh, einen noch für die schöne Zahl. So, und damit plonk beenden wir das. Und damit auch ein heute etwas längeren Part, wenn ich gerade mal so nach rechts auf meinen anderen Bildschirm gucke. Ich muss zwar an ein, zwei Stellen kurz schneiden, weil irgendwie, ja, ich kurz muten muss, aber das passt schon. Das ist kein Ding, das passiert halt mal. So, wir fahren noch schnell unsere Medaille ein. Und während das hier durchläuft, sage ich schon mal, das war's für heute, meine lieben Freunde, mit Rayman Origins. Man sieht sich beim nächsten Mal mit mehr. Dann in der Stage, die da heißt... die hat bestimmt einen Namen, den sehen wir gleich noch. Und dann kann ich danach was... Ich komme nicht mehr auf die Map. Gut, wir finden es beim nächsten Mal raus. Ich versuche mal rauszufinden, was das für ein Fehler ist. Also man hört es hier, zum Beispiel meinen Stick. Meine A-Taste. Es reagiert nichts mehr. Ich finde es mal raus. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschö.